Tag voraus. Und dann heute reagiere ich auf dieses Video, auf dieses Musikvideo. Morgens aufwachen. Wer kennt das nicht? Morgens aufwachen. Okay. Ich werde jetzt kurz checken, wie laut es ist und dann ist das gleich. Okay, hab's gecheckt. Dann geht's mal los. So. Bevor es jetzt richtig losgeht, wollte ich sagen, ich glaube, ihr kennt diesen lieben YouTuber, das ist der liebe Jonas mit seiner Freundin Denise. Also, ich wollte nur sagen, Jonas und Denise. Was geht ab? Ich hab kein bisschen geschlafen. Wollte eine ruhige Nacht, doch du warst dauerhaft am Schnarchen. Jonas, chill mal deine Biss, du redest vom ruhigen Schlaf. Du liegst neben einer Prinzessin, ich lieg neben einem Schaf. Du sagst, dass du mit einem Schaf namens Jonas gehst? Das bedeutet dann wohl, dass du mit einem Bauernhof dir schläfst. Weißt du, laber nicht so viel, von dem du gar nichts verstehst. Ich gehe jetzt zur Schule, während du nur Videos drehst. Klar, Videos drehen ist keine Arbeit, hab schon verstanden. Mein Abi mit einem Einserschnitt hab ich halt schon bestanden. Joni, eine Frage, sag, was in 3 Jahren denn ist. Ich hab einen guten Job, während du noch YouTube-Fuzzi bist. Das ist eine Beleidigung gegen alle Leute, die YouTube machen, wie mich und wie die anderen. Naja, aber das ist voll die fette Beleidigung gegen alle YouTuber da draußen. Weil er ist zwar YouTuber, aber nur weil er Videos dreht, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Und nur weil sie jetzt zwar noch in der Schule hockt und so gesagt, sagen wir es mal so, und er YouTube-Videos dreht, heißt es ja nicht, dass es schlimm ist. Wir sind Jonas und Denise und wir haben musikalisch einfach gar nichts drauf. Wir sind nicht begabt, weswegen wir so Videos machen jeden Tag. Okay, ich hab's verstanden, bist was Besseres als ich. Doch ich bin der mit Likes, ich hab die Follower und Klicks. Komm, Baby, wir wissen. Denise kann wirklich echt gut singen und Jonas kann Rap singen oder wie man das nennt. Ich bin nicht begabt in Musik rausfinden. Aber ich finde bis dahin jetzt eigentlich schon ganz echt gut. Wie es sich in echt verhält. Ich bin der Klickerrand und bin der Grund für dein Geld. Geld ist mir egal und Fame nicht, was ich brauch. Es geht um gute Werte und Charakter, das zählt auch. Wozu dann dieser Beef? Dafür habe ich keine Zeit. Wenn du mir was zu sagen hast, dann sag es mir sehr bald. Das ist die letzte Zeile, die ich für dich hab. Ich liebe dich und brauche dich. War das jetzt zu knapp? Zu knapp, nein, alles gut, was du gesagt hast, mag ich sehr. Ich lieb dich auch und das zu sagen, ist nicht schwer. Wir sind Jonas und Denise. Und wir beenden diesen Song jetzt lieber mal. Wir sind nicht begabt. Deswegen wir so Videos machen jeden Tag. Okay Leute, das war einfach nur Thema. Das war einfach nur ein Test durchlaufen. Wir wollten einfach ausprobieren, wie das so ist. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das Ganze gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben geben. Wir machen sowas jetzt öfter zu verschiedenen Situationen, dass wir da aufstehen. Und ich hoffe, ihr seid heute auch gut aus dem Bett gekommen. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Werbung für Jonas. Auf jeden Fall, ich fand richtig gut, warte ich. Komm mal. Großen und Ganzen. Und zwar, ich fand es jetzt wirklich mega gut, wie sie gesungen haben und alles drum und dran. Sie sind echt begabt. Auch wenn sie denken, sie sind nicht begabt, ich finde schon, dass sie begabt sind. Jonas, super Videos macht er. Mein Deutsch ist wieder mal perfekt am Start. Perfekt. Auf jeden Fall, Jonas kann super Videos machen. Also, falls ihr den noch nicht geschaut habt, guckt mal bei ihm vorbei. Ich finde die Videos richtig schön und cool. Und Denise passt echt sehr gut zu Jonas. Und vor allem, es macht sehr Spaß, die Videos zu gucken von beiden. Also, wenn sie zusammen da was machen. Hört sich
komisch an, aber es ist sehr, sehr lustig. Vertraut mir. Auf jeden Fall, ich fand es eigentlich nicht mal schlecht. Für seine sonstigen Videos. Keine Beleidigung gegen Jonas mit seinen sonstigen Videos, weil ich finde die eigentlich richtig cool. Auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Abonnieren, wer noch nicht abonniert hat. Und Abo-Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Haut rein, Leute, und ciao. Ciao. Kannst du das machen? Ciao. Ciao. Jetzt wirklich. Ciao.